Das ist sein Bagger. Das ist mein Trauzeuge, der da drauf sitzt. Schiefgehen kann, dass ich was kaputt mache an den Anhängern, dass der Bagger kaputt geht oder dass ich umkippe. Das wäre aber nicht so schön. Wir wollen heute Erde fahren und Land vorbereiten für die nächste Pflanzung. Da ist ein alter Graben nachgesackt, der jetzt einen halben Meter tiefer ist als das übrige Land. Und den wollen wir jetzt ein bisschen auffüllen, damit wir eine ebene Fläche haben, wo wir dann ja, die nächsten 15 Jahre, wenn die Bäume da stehen, drauf arbeiten können. Der Bagger ist jetzt eben über den Deich gerollt und jetzt hoffen wir mal, dass alles klappt, kein Hänger kaputt geht, keiner einen Platten kriegt, sodass wir heute Abend fertig sind. Wir fahren mit 5 Leute fahren wir und ein Baggerfahrer. Der Bagger hat sich jetzt oben raufgestellt, damit er besser laden kann von oben. Und die Erde, die hier liegt, die kommt aus dem Wasservorhaltebecken, was wir vor, ich weiß gar nicht, 3, 4 Jahren gebaut haben. Und dann schauen wir mal, ob es funktioniert und ob das alles so klappt, wie ich mir das vorstelle heute. Jetzt geht es erstmal darum, dass die Träger schnell beladen werden und dass man nichts kaputt macht beim Rumschwenken, irgendwie ein Heck ab oder sowas, das wäre auch schlecht. Und dann wollen wir das möglichst gerade wegplanieren, dass nachher Olli nur noch einmal Gras einsehen muss und dann sind wir fertig. Aber das dauert noch ein paar Stunden. Also langweilig wird es nie, weil du musst immer 100% konzentriert sein, dass du nichts kaputt machst, dass die Abläufe stimmen, dass alles glatt läuft. Ja, also monoton ist es eigentlich nie. Den Bagger haben wir jetzt, glaube ich, seit 4 Jahren. Ich habe früher beim Lohnunternehmer gearbeitet ab und zu und wir haben uns mal einen Bagger geliehen. Und ja, jeder braucht so ein Hobby. Und da habe ich meinen Vater überredet, dass wir uns einen Bagger kaufen. Und jetzt machen wir viel zu Hause, aber auch so ein bisschen bei Nachbarn, bei anderen Bauern. Ja, ich glaube, ich sitze jetzt vielleicht 3000 Stunden auf so einem Gerät. Also schon ein paar Tage. Jetzt baut er sich da gerade wieder so ein kleines Standpodest, macht das dann noch ein bisschen fest mit der Schaufel und ich nehme an, dass er da gleich wieder ein Stück raufrollt. Ja. Er fährt halt, baggert sich von hinten weg und arbeitet nach dahin. Wenn der Bagger läuft, dann soll es flutschen, ja. Wenn wir gewollt hätten, hätten wir auch noch 6, 7, 8 Mann mehr gehabt hier heute. Aber so mit 5 Mann, das passt schon. Wenn wir hier lange warten müssen, das ist dann auch blöde. Man kennt sich und man fährt. Wir haben auch schon bei den anderen mitgefahren. Wenn da irgendwas zu fahren ist, dann machen wir das alle zusammen. Eine Hand wäscht die andere. Das ist nur, dass er die Maschine bezahlen muss. Den Bagger, den muss er bezahlen. Und die Diesel, das ist klar. Aber die Trecker werden nachher wieder alle vollgetankt, auch die von den Nachbarn. Wenn wir mal was wieder haben, dann können wir Olli auch Bescheid sagen. Dann kommt entweder Hermann oder Olli und so machen wir das auch. Entweder ich oder mein Vater, einer kommt dann immer mal eben rum. Das ist jetzt so meine Tour, die wir den ganzen Tag hier heute machen. Zurzeit sieht das sehr gut aus, wir haben schon richtig was geschafft. Zurzeit läuft alles und wir hoffen mal, dass es so bleibt. Man sieht es hier, also hier war ein alter Graben, wo wir die Erde jetzt hinkippen. Und hier stand jetzt eine Generation Bäume drauf, also 15 Jahre. Und in der Zeit ist die Erde so nachgesackt, dass das jetzt hier wieder eine Lunke ist.
Und bevor wir jetzt die nächsten Bäume hier im Herbst raufpflanzen, soll hier wieder ein bisschen Erde rein, damit wir wieder eine gerade Fläche zum Arbeiten haben. Vielleicht muss ich mal entsperren. Ja, der Trecker, da ist ziemlich viel Technik drin und das ist mitunter. Also, Papa fährt den nicht so oft und da muss er immer wieder dran denken, aber es geht ja alles. Ich bin hier auf den verkehrten Hebel gekommen und da hat er ihn gesperrt. Das Kippen gesperrt, also die Hydraulik gesperrt. Und das habe ich eben nicht. Hier ist ja viel elektronisch drin. Das ist eigentlich Olli sein Schlepper, mit dem fahre ich eigentlich sonst gar nicht. Und das habe ich nicht gleich erkannt, das war alles. Jetzt essen wir alle zusammen Mittag und es gibt natürlich Wildfleisch aus heimischen Revier und der Erste kommt schon, der hat Hunger, glaube ich. Der hat vorhin schon mal um 10 gefragt, ob ich auch was zum Frühstücken habe. Jetzt essen wir alle zusammen Mittag. Das wird hier eigentlich immer so gemacht, wenn man sich gegenseitig hilft. Hat gut geschafft. Ja. Seid ihr schon fertig? Nee. Weil ich das den Kipper schon sauber mache. Vielleicht will er Feierabend machen. Du hast gesagt, letzte Runde zu ihm. Vor Mittag. Das ist eine Grabenräumschaufel. Das ist eine bisschen breitere und die kann ich hydraulisch verstellen. Dadurch kann ich ein bisschen hier das Waage einarbeiten, wenn der Bagger nicht ganz gerade steht. Vorhin hatten wir ja einen tiefen Löffel zum Aufladen, da passt einfach mehr Volumen rein. Und ja, die Jungs haben das hier eigentlich ganz gut abgekippt. Bisschen hin und her muss ich die Erde noch verteilen. Jetzt gucken wir, dass wir hier noch die Erde glatt kriegen, dass das Wetter noch ein bisschen mitspielt, wir die Pfähle noch reinkriegen und dass wir hier im Herbst dann neue Bäume pflanzen können. Welche Sorte wisst ihr schon? Elster. Ich hoffe, euch hat es gefallen oder wir hoffen, euch hat es gefallen. Fragt gerne, klickt rein. Wir freuen uns drauf.